In unserer heutigen Zeit sind wir ja gewohnt, dass die Dinge blitzschnell bei uns sind. Heute bestellt, morgen geliefert. All inclusive. Ja? Wir erwarten, wenn wir etwas haben wollen, dass es mehr oder weniger sofort zur Verfügung steht. Und manche machen auch den Fehler, dass sie denken, die Segnungen Gottes stehen auch ebenfalls sofort zur Verfügung. Ich bete und Gott ist verpflichtet, das mehr oder weniger sofort zu liefern. Sofort zu liefern. Eine Art Instant Blessing. Ein Sofortsegen. Ja? Komplett schnell bestellt, schnell geliefert. So funktioniert das nicht. So funktioniert das überhaupt nicht. Weißt du, der Moment, wo du Gott um etwas bittest und der Moment, wo du das empfängst, da ist eine Zeit dazwischen. Oder auch der Moment, wo du eine Verheißung von Gott empfängst, bis sich diese manifestiert, bis sie da ist, bis sie real in deinem Leben erkennbar ist, da vergeht eine Zeit dazwischen. Das braucht Zeit. Und da gibt es keine Möglichkeit, eine Münze reinzustecken und sofort ist das da. Da gibt es auch keine Prime-Funktion, nichts. Du musst warten, bis es durch ist. Das kannst du dir so ähnlich vorstellen wie eine Schwangerschaft. Der Zeitpunkt der Empfängnis und der Zeitpunkt der Geburt liegt auseinander. Da ist eine Zeit von Wachstum, von Hervorkommen da drin. Und so ist das auch mit den Verheißungen, mit den Zusagen, mit den Segnungen Gottes. Sie sind wertvoll, sie sind kostbar, sie brauchen Zeit. Gott lässt sie hervorkommen. Und man sagt ja jetzt bei Tieren, je größer das ist, was zur Geburt kommen soll, desto länger dauert die Schwangerschaft. Vielleicht ist das im Geistlichen auch so. Vielleicht wartest du schon lange darauf etwas, dass es hervorkommt, eben weil es etwas Großes ist, was Gott für dich hat. Ich finde da in den Evangelien die Person von dem Propheten Simeon sehr interessant. Simeon hatte von Gott die Verheißung bekommen, er wird den Messias sehen. Den Messias. So, und dann hat er gewartet und gewartet, Jahrzehnte, er wurde alt und immer älter. Und es wurde immer unwahrscheinlicher, den Messias zu sehen. Doch irgendwann, heißt es, wurde er vom Geist Gottes in den Tempel geleitet und dort trifft er ein junges Pärchen mit einem Baby, ihrem Erstgeborenen, einem Jungen, der dort im Tempel beschnitten werden sollte. Das passierte am 8. Tag nach der Geburt. So, das Baby war 8 Tage alt. Jesus. Von seinen Eltern, Maria und Josef, dort in den Tempel gebracht. Und Simeon, vom Geist Gottes geleitet, sieht das Baby, nimmt es und dankt dem Herrn, dass er sein Gebet erhört hat, dass der Messias da ist. Nun, bei Licht besehen haben sie auf einen mächtigen König gewartet. Sie haben auf einen Retter gewartet. Sie haben auf einen Befreier gewartet. Was Simeon im Arm hatte, war ein 8 Tage altes Baby. Er wusste, das ist es. Die Gebetserhörung ist da. Es ist durch. Obwohl es noch 30 Jahre dauern sollte, bis Jesus überhaupt seinen Dienst begonnen hat. Weißt du, mach nicht den Fehler, die Verheißung, die Segnung, die Zusagen Gottes, die er dir gegeben hat, wegzuwerfen, gering zu achten, dran zu geben, nur weil Zeit vergeht. Achte es nicht gering. Halte fest. Abraham ist da unser bestes Glaubensbeispiel. Festhalten, festhalten. Und wenn es unmöglich aussieht, es kommt trotzdem hervor. Das ist eigentlich der Kernpunkt des Glaubens. Egal wie die Umstände aussehen, egal wie die Situation aussieht, festhalten an den Zusagen Gottes, an dem, was er dir gesagt hat, wenn du es empfangen hast, es wird zur Geburt kommen. Es wird zur Geburt kommen. Wirf das nicht weg, was der Herr dir zugesagt hat. Und der Faktor Zeit ist nur der Faktor Zeit. Wichtig ist die Zusage des Herrn. Halt daran fest. Du wirst sehen, sie kommt hervor in deinem Leben. Denn Gott hat mehr für dich.